Ja, herzlich willkommen hier in Köln in der Hüttenstraße 32 in der Ehrenart-Galerie von Michael Akar und Kerim Akar. Und das ist die 100. Benefizausstellung zugunsten Obdachloser hier in Köln. Also Michael Akar hat uns ein schönes Originalbild geschenkt. Also er hat uns super unterstützt und wir sind jetzt hier zu Gast in der neuen Galerie. Wie geht's nächstes Jahr weiter? Wir hoffen, dass wir ein Grundstück kaufen können und da könnten wir dann 20 bis 30, eher 30 öffentlich geförderte Wohnungen bauen. Und dafür haben wir lange gearbeitet, lange gespart, wenn wir den Zuschlag für dieses Grundstück endlich bekommen. Guten Abend alle zusammen, ich grüße Sie ganz herzlich. Vielen Dank, dass Sie alle erschienen sind zu der zweiten Ausstellung von Art Gallery Ehrenart und der 100. Ausstellung von Dirk Kestel Kunst jetzt geben. Wenn Sie sich hier umsehen, dann sehen Sie ein breites Spektrum an unterschiedlichen Künstlern, unterschiedlichen Techniken, sodass eigentlich für jeden etwas dabei sein sollte. Und was alle diese Künstler eint, ist, dass sie sich engagieren für gute Zwecke, für wohltätige Zwecke und damit auch dem Anspruch, dass Kunst nicht nur ästhetisch schön etwas darstellen soll, sondern auch einen gesellschaftlichen Anspruch hat, dass diese Künstler diese Sicht vertreten. Und wir haben in dieser Ausstellung wirklich Stars der Kunstszene, die auch auf dem Markt weit oben vertreten sind. Und so, dass wenn sie sich für das ein oder andere Werk entscheiden, können sie vielleicht auch ein sehr gutes Investment machen. Und last but not least, die Arbeiten hier von Michael Akar. Und Sie sehen farbenfrohe, ausdrucksstarke Bilder mit unterschiedlichen Zeichen und Symbolen, die spontan und intuitiv gemalt sind, in der Bildsprache und in der Interpretation von Michael Akar.